Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesischen Marsch. Jetzt unsere Arbeit fort. Aktuell wird Silageballen gepresst auf Feld 25. Hier sammeln wir noch den Rest Heuballen ein. Alles für die Kühe. Wir bekämpfen noch Unkraut auf Feld 13. Ja, ansonsten muss hier gedüngt werden. Ballen sind runter. Liegt zwar noch Reste an Heu rum, aber was lag mal liegen? Müssen wir mal an den Dünger denken. Den nächsten Heuballen. Dann vom Stall ab, weil die werden wir eh bald verarbeiten zum Mischfutter, bald wir Zeit haben. Stroh werden wir zu gucken lose reinfahren. Stellen wir draußen ab. Hier auf der Grasfläche werden wir später noch eine Lagermöglichkeit schaffen für Heu und Stroh. Aber hat aufgeladen. Macht nichts. Oh, wir haben ein bisschen Mist. Ja, noch Kontrolle machen. Der arbeitet mal ausnahmsweise mal ganz gut. Oh, da hat der mächtig zu tun. Da überlege ich, ob ich nicht was verkaufe. Bisschen Geld zu verdienen. Was bringt uns für diese Silageballen denn mal aktuell ein? Ah ja. Gärreste. So viel können wir einlagern. Karotte. Wo können wir die einlagern? Mais 3000 Trocken 10.000, 100.000 extern im Besitz. Hopfen auch. Oh, ja. Dann muss ich den App testen, ob das klappt. Das geht. So, Gas, Stroh. Die Silage kostet BGA 900. 900. Boah. 900. Silage kostet sonst. Ist ja Wahnsinn. 401, 93. Raps habe ich noch drin, 28.000, da 1.004, nicht schlecht. Hafer haben wir nicht, Weizen haben wir noch ein bisschen was, ne? Ja. Tja, wenn das stimmt mit der Preis. Wir testen können wir erst, wenn wir das alles gepresst haben. Aber manchmal hat er wieder Arme. 900, das wäre das Doppelte, was ich hier sonst kriegen würde.
Das ist viel. Das ist sehr viel. Den fahren wir zurück. Dann können wir den ja die Gras, die Wiesen ja düngen. Da war noch keine Pflegebreitung beim Gras. Machen muss auch nicht gedüngt werden. Das andere muss noch wachsen. Vermögen machen, ne? Müssen wir nur noch im Prinzip. Stellen wir hier vorne ab. So, Düngersteuerung, da wollen wir mit Gewicht anhängen. Gewicht und dann Streuer. So, sieht besser aus. Ah, Nase juckt. Ich hoffe, dass die Erkältung nicht weiter zuschlägt. Einsteigen. Muss ich mal die Buße haben, mal mit sortieren. Geht am besten. Das ist keine Schwierigkeit. Traktor ist kaputt. Jups. Genau. Natürlich blöd, wenn er an der Strecke zurückfahren muss, wo er vorher die Ballen gepresst hat. Wo ich ja nicht sammeln kann. So,
lassen. Automatisch jetzt gleich. Die Kühe machen einen Lärm, du. Wenn die gemolken werden wollen. Auf jeden Fall brauchen wir noch viel Stroh und noch viel Beschutter. Das reicht auf Dauer nicht. Stroh habe ich noch nicht. Fehlt noch was. Beschutter muss ich jetzt machen. Dazu muss ich noch einen Traktor haben mit Ladegabel. Der presst aktuell die Ladung. Aber sie haben genug Gras und Heu. Wasser haben sie auch genug. Der Rest kommt noch. Aufladen. Wieder. Viele, viele, viele. Die Lage mal. Um die an der Spitze wegnehmen. Damit die nicht im Weg stehen. So, was können wir uns sehen? Zusammen. So, voll. Wo ist denn 49 im Spiel? So. Müsste auch glatt vielleicht die Ballen versuchen.
bei der BGH reinzukommen. Probieren jedenfalls. Weil so viele Ballen für die Kühe brauche ich nicht. Jetzt fahren wir mal zur BGH. Oder die fahren wir mal zum Hof, weil noch Heuball bei ist. Und die nächsten fahren wir halt zur BGH. Fleißig. So viele gesammelt. Jetzt haben die Kühe jetzt nicht viel lange was zu fressen. So, nächste Fuhre für BGH. Ja? Und dann können wir ja irgendwann mal alle Wurfe verkaufen. In Silo reinwerfen. Das klappt. Ansonsten. Das Geld kommt erst Mitternacht, wenn das dann kann man sich einen Haufen Felder kaufen. So, meine Freunde der Landwirtschaft. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Natürlich auch über ein Abo. Ansonsten hören wir und sehen wir uns zur nächsten Folge. Ciao, ciao.